Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, also, ich habe die letzte Zeit oft so diese komischen Gedanken gehabt. Und zwar wirklich schräge Gedanken. Ich habe mir Fragen gestellt, wo ich mir im Nachhinein die Frage stelle, wie bin ich nicht da drauf gekommen? Ich frage mich gerade so viele Sachen, ich weiß auch nicht. Irgendwie so Sachen wie, gibt es intelligentes Leben im Weltraum? Und wenn ja, gibt es dann Schweine im Weltall? Also ich für meinen Teil, ich bin davon überzeugt. Und da, so bin ich jetzt auf meine neue Videoidee gekommen. Ich will euch Sachen erzählen, wo mir 1000 Leute wahrscheinlich erzählen würden, das gibt's nicht. Und ich trotzdem immer noch dran glaube. Und das seitdem ich ein Kind bin, um ehrlich zu sein. Also, hier kommen irgendwie so ganz viele alte Geschichten und Mythen und Sachen. Und zwar nicht so Verschwörungstheorien, sondern wirklich so Dinge, an die ich noch fest glaube. Also, ich glaube, es gibt den Osterhasen. Jeder sagt, es gibt ihn nicht. Ich glaube, es gibt ihn doch. Und ich glaube nicht, dass er das macht, was wir alle denken, sondern es ist dann irgendwie so ein Riesenhase. Ich stelle mir vor, das ist so ein wirklich gigantisches, riesiges Kaninchen, das dann in einem Bau sitzt und dann sind dann die ganzen anderen Kaninchen und die größeren und die kleineren. Und die leben da und trinken zusammen Tee. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich so, das ist so mein Gedanke. Und so wie so der Weihnachtsmann alle paar Jahre, also kommt er dann raus und mir fällt gerade das auf. Oh, das sollte ich nach einem Titel schreiben. Ich muss auf jeden Fall einen Titel schreiben, als Warnung, dass es nicht für Kinder geeignet ist. Ja, das muss ich auf jeden Fall nach einem Titel schreiben. Ja, gut. Weil ich will ja jetzt nicht irgendeinem Kind den Glauben nehmen, weil ich glaube ja fest dran. Auch wenn viele sagen, es ist nicht so, aber ich glaube dran. Ich glaube auch an den Weihnachtsmann. Ich glaube, dass es den Weihnachtsmann gibt, aber wie gesagt, ich glaube, dass die andere Funktionen haben, als wir denken. Weil ich glaube, dass der Weihnachtsmann um die Weihnachtszeit einfach dafür sorgt, dass es schneit. Habe ich keine Beweise, aber das ist immer so mein Gedanke gewesen als Kind. Weil immer in dem Jahr, wo der Weihnachtsmann nicht da war, hat es bei uns nicht geschneit. Das ist so, das ist wirklich, es war wirklich so. Und in den Jahren, wo er dann da war, hat es geschneit. Also war das für mich als Kind irgendwie so ein logischer Zusammenhang. Wenn der Weihnachtsmann da ist, schneit es. Ja, ist das so entstanden, diese Logik, fällt mir gerade so auf. Ja. Ich glaube auch, dass es Schweine im Weltall gibt. Ich glaube, dass es so wie bei Doctor Who, diese ganzen Doctor Who-Dinger, die gibt es wirklich. Ich glaube da wirklich fest daran, weil ich, also nicht so wie bei Doctor Who, aber so diese ganz niedlichen, die Nashörner-Dinger und die Adipositas-Fettklüps-Baby-Dinger, die gibt es bestimmt. Und ich denke, dass es Schweine auch im Weltall gibt und ich glaube, bestimmt gibt es irgendwo da draußen einen Planet, wo es nur Kaninchen, wo es nur kleine Hasen, so Hasen gibt, die ungefähr so groß sind dann wie wir. Und die dann auch so wie so. Und ich glaube, die haben dann so kleine Hausmenschen vielleicht am Ende. Das wäre auch witzig irgendwie so. Und da gibt es vielleicht da oben im Weltall irgendwo ein Leo-Hase-Riesenhasending, das dann eine kleine Elena-Haustier hat, wo dann das andersrum ist wie bei mir und dem Leo. Echt ein lustiger Gedanke eigentlich. Ja, aber ich glaube am Ende des Tages, dass viele dieser Sachen, an die man glaubt, wo viele einen für verrückt erklären würden und die jetzt nicht gerade diese Verschwörungstheorien sind, die jetzt gerade überall rumkrassieren, weil alle irgendwie in so einem, weil wir alle angeschlagen sind und irgendwie, irgendwo muss man ja glauben, dass irgendwas, dass es irgendeine große Verschwörung gibt, weil wenn man nicht an eine große Verschwörung glaubt, dann ist ja alles einfach bloß Willkür. Und mit willkürlichen Sachen kommt der Mensch eigentlich nicht so gut klar, weil das ist so diese Sache, dieses Willkür heißt ja, dass es sich auch wiederholen kann. Wenn es was Geplantes ist, dann kann es sein, dass es sich nie wieder wiederholt. Und wenn sich etwa, und solche Theorien und solche Sachen, die machen einem halt auch Angst. Also die machen einem, wenn man die nicht hat, macht es einem Angst. Weil der Mensch ist tendenziell von seinem Naturell eher jemand, der die Dinge kontrollieren will. Und der gerne über alles so ein bisschen in seiner Welt zumindest Kontrolle hat. Und wenn man dann so einfach in der Welt plötzlich die ganze Außenwelt alles einem verändert, dann ist es echt schwierig. Ich meine, ich glaube ja, dass das Schwierigste an dieser ganzen Geschichte mit den Theorien und allem ist, dass es einfach so, dass es manche nicht akzeptieren, dass es das gibt. Und ja, es ist schwierig, wenn einem jemand entgegenkommt und einen behandelt, als wäre man doof, weil man nicht dran glaubt.
Aber ich glaube, jeder hat so seine Theorien, seine Gedanken, seine Dinge, wo er glaubt, wo er ganz fest dran glaubt. Und zwar einfach, damit er so eine gewisse Kontrolle über Dinge hat. Über die Dinge, die nicht zu kontrollieren sind. Weil gibt es nichts Gruseligeres, als wenn man keine Kontrolle mehr hat. Oder besser gesagt, sind wir nicht alle ein bisschen ein Kontrollfreak, einfach nur im Versuch, die Dinge zu kontrollieren, die um uns herum sind, in direkter Umgebung. Und ja, und wenn uns an diese Kontrolle genommen wird, dann ist das beängstigend und es kann Angst machen. Und wenn man dann nicht lernt, mit diesen Ängsten umzugehen, wenn man es einfach, weil ich zum Beispiel, also ich habe technisch Neige, ich habe ja auch meine Theorien und ich glaube auch an einige Verschwörungen, aber ich bin nicht resistent gegen Fakten, weil wenn mir jetzt einer, mal abgesehen von denen, die ich vorher aufgezählt habe, das ist mit dem Osterhasen und dem Weihnachtsmann, es kann einem keiner beweisen, dass es nicht so ist. Und ich glaube, dass das Ding ist, wenn jemand da ist, der dann einfach daran glauben will, dann ist es vielleicht nicht die Frage, ich will dran glauben oder ich glaube daran, sondern vielleicht ist es auch einfach so ein, ich muss daran glauben, damit ich für mich wieder, ja, wieder ein bisschen mehr Kontrolle zurückbekomme. Und ich weiß nicht, vielleicht sollten wir dann als Leute, wenn es nicht gerade irgendwie so Sachen wie Weltherrschaft oder so sind oder so, dem diesen Glauben lassen. Und nicht immer sagen, der ist doof oder der spinnt doch. Vielleicht sollten wir einfach mal das anders betrachten. Ja. Ist vielleicht so eine Idee. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an ebay.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.